wieder da. Wir sind gerade auf dem Weg in die Stadt und haben die Katie gerade von der Tagesmutter abgeholt. Und jetzt wird erstmal ein bisschen Weihnachtsdeko geshoppt. Ui, die roten Kerzen sind aber auch hübsch aus. Ja, wir gucken mal. Ich weiß auch nicht. Der grüne Tischläufer sieht auch hübsch aus. Oder der hier. Aber eigentlich habe ich schon einen Tischläufer. Ich bin noch auf der Suche nach irgendwelchen Serviettenhaltern. Aber die sie da haben, sind halt sehr weihnachtlich. Dann bräuchte ich 2 Packungen davon. Eine kostet 10 Euro. Das ist mir ein bisschen zu teuer dann für 2-3 Wochen, wo man die hernimmt. Also auf dem Baum habe ich goldene und rote Stiefel. Also zu viele Farben an Weihnachten macht es nicht mehr schön. Für eine Kugel? Eine Kugel 4 Euro? Halleluja. Ja, Katie, heuer gibt es leider nur eine Kugel am Baum. Die sind so toll. Ja, so Beeren. Ja, ist doch geil. Ach, nee, die gibt es jetzt nicht mehr, ne? Im Wald. Im Wald. Dass wir jetzt nochmal Beeren sammeln. In der Ecke. Einer. Unverwechselbar Mellys Kind. Shopping Queen. Was hast du denn da noch? Ein Becher? Brauchst du einen Becher? Wofür? Also in den Kerzenhalter finde ich sie super. Was? Bist du müde, Mann? Bist du müde? Ja! Wie macht denn der Elefant? Löwe! Kriegt der Löwe jetzt einen Kuchen? Ja. Ja. Oh! Katie, stopp, stopp! Du hast den Reifen verloren. Jetzt müssen wir den Reifen wieder dran bauen. Guck mal, der ist abgegangen. Ich glaube, das ist nicht zum Fahren. Ich glaube, das ist Deko. Ja. Nein, hinten. Nein, nein, da guck da, wo das Lochlein ist. Ja. Ich glaube, das war Deko-Maus. Ich glaube, der war nicht zum Fahren. Oh je. Melli, wir haben den Wagen kaputt gemacht. Wir haben den Reifen abgefahren. Hier, warte, wir haben den Reifen nochmal versteckt. Ich glaube, wir haben den Reifen da reingeschmissen. Nee, aber... Ja, die Mama, das sind nie, weißt du? Tata. So, Einkauf komplett. Der Wagen ist voll. Der Geldbeutel gleich leer. Und ich kriege einen kleinen Herzinfarkt bestimmt, wenn ich an der Kasse stehe. Was für ein Ausblick heute, hey. Ganz schlecht. Oh, hinter mir kommt ein Bus. Ja, vorne. Also. Ich fahre mal von der anderen Seite. Nein, nein, ich filme. Doch, weil die müssen ja alle da rüber. Aber ich filme von der anderen Seite dann nochmal. Oh, jetzt kommt der Zug. Ja. Oh, Seehaas. Oh. Komm. Komm, Mensch, ist hinter mir. Niemand mehr interessiert. Ui, sieht das hübsch aus. Man sieht es auf der Kamera, sieht man das gerade gar nicht. Nein, sag ja. So. Wow. Wir sind wieder daheim nach dem Mega-Schock von der Rechnung, ey. Oh mein Gott. Warte, also wir haben, die Kamera halten, das glaubt ja niemand. Also ohne Witz, wir haben beide gesagt, so viel haben wir noch nie für irgendeine Weihnachtsdeko ausgegeben. Vor allem, weil ich ja spiegelverkehrt. Das ist spiegelverkehrt.
Wo ist der Betrag? Leute, ihr müsst es lesen. Ja, egal, es sind 130 Euro gewesen. Ja. Hallo Schatz. Schluck. Ich habe 130 Euro für Weihnachtsdeko ausgegeben. Aber die kann man nächstes Jahr nochmal verwenden. Also es ist nicht so, dass die verloren Eben. Ist. Ne? Also normalerweise habe ich die Weihnachtsdeko immer dann gekauft, wenn es runtergesetzt war, fürs nächste Jahr quasi. Aber da ich mich letztes Jahr so geärgert habe, weil alle Sachen, die ich wollte, gab es dann nicht mehr. Ja, habe ich halt dieses Mal alles gekauft, was ich wollte. Naja, jetzt machen wir erstmal unsere Weihnachtsdeko ein bisschen. Oh, so toll, das war so toll. Ich habe extra so eine Tasche gratis dazu bekommen. Eine Permanent Shopping Bag. Genau. Weil wir wahrscheinlich über 100 Euro gekommen sind. Ja. Also sie hat schon bei der Hälfte oder so gesagt, ja, sie bekommen dann so. Und ich so, ich glaube, wir kommen über 100 Euro. Hier ist schon mal unser Adventskranz. Jetzt hole ich mal noch die restliche Deko hier. Also, unsere Deko ist fertig. Die Katie hat in der Zwischenzeit leider schon aufgegeben und guckt jetzt Pippi Langstrumpf. Und hier hinten seht ihr schon mal unsere erste Deko. Ich fand es voll schön mit dem Lammfell dann noch. Jo, dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit auf meinem Adventskalender stehen. Und das hier kommt in der Katie ihr Kinderzimmer vielleicht. Oh nein! Bist du eine kleine Kletterliese? Ja. Und da bist du nochmal drauf. Da stehen unsere Meisterwerke. Unser Winter Wonderland. Ja, und der kleine Baum, der kommt dann zu Katie ins Zimmer. Und da hinten haben wir dann nochmal zwei so Vasen. Die müssen wir morgen noch voll machen. Da brauche ich aber, wie gesagt, erstmal Engelshaar und Lichterketten. Kaufen wir morgen noch. Genau. Und jetzt gibt es gleich Essen, wenn der Tom heimkommt. Ich mache mal wieder was, ein Experiment im Thermomix. Warum ich mich auch immer traue. Frag ich mich selber. Oh Mann, ist so anstrengend. Also gestern habe ich Paprika. Hähnchennudeln. Ja, Hähnchengeschnetzeltes mit Bondnudeln gemacht. Ja, der Tom hat sich dann was zum Essen bestellt und Binky und ich haben es so notgedrungen gegessen, weil wir es nicht wegschmeißen wollten. Und heute gibt es Rucola-Tomaten-Risotto. Und der Rucola, den ich gekauft habe vor 2 Tagen, der ist jetzt leider schon hinüber. Und die Binky hat leider einen falschen... Feta-Käse gekauft. Was war das? Hirtenkäse? Hirtenkäse, ja. Aus Kuhmilch oder so? Also so ein Abklatsch. Ach, so ein komischer, zäher irgendwas. Und der Tom kauft jetzt gerade noch Rucola und den Feta-Käse. Ja. Und dann hoffe ich, dass es heute besser ist. Aber auch nur. So, also ich bin jetzt mal gespannt, wie das Risotto hier ankommt. Tom, ich habe es heute schon erzählt von unserem... Papa, kleiner! Welche kleiner? Also, es sieht interessant aus. Das Käse wir dabei. Wir probieren das jetzt mal. So, Fazit von unserem Risotto: Mein Teller ist leer, Papis Teller ist leer, Binkis Teller ist leer und Katies Teller. Sie hat keine einzige Gabel angerührt. Aber ja, ich fand's gut, die Binky fand's. Ja, gut. Bisschen verkocht, aber sonst. Sie sagt, es ist kein richtiges Risotto mehr gewesen, weil es der Reis zu verkocht war. Aber also ich fand es echt gut. Papi? Auch gut. Herr Doktor, wie fanden Sie es denn? Oh, ging wieder hoch? Jetzt nicht. Jetzt ging hoch. Gut? Alles gut, sondern nur die Füße noch messen. Ich bin ja Fußspezialist.